Hallo zusammen, herzlich willkommen zu den Wiesel News. Heute reden wir über einen ganz typischen Fehler in der Landschaftsfotografie. Ich wette, das wusstest du nicht. Und das Problem ist, es gibt keine so ganz einfache Lösung. Dann reden wir über Firmware, über neue Objektive und vor allem auch über das Thema ISO-Rauschen. Das spielt künftig überhaupt gar keine Rolle mehr, völlig irrelevant. Sag ich jetzt mal so, ich erkläre gleich warum. Ziemlich interessantes Video habe ich da gefunden. So, fangen wir oben an. Der Lautlosmodus. So, Landschaftsfotografie. Der Lautlosmodus, der ist relevant, wenn du in der Kirche fotografieren willst, im Museum fotografieren willst und so weiter. Dann mach mal Lautlosmodus an, klar, wenn du heimlich fotografieren möchtest. Die macht man aber auch an in der Landschaftsfotografie häufig. Ich bin auf dem Stativ und ich habe so eine halblange Belichtung, Viertelsekunde, halbe Sekunde, sowas so. Also nicht 20 Sekunden, weil 20 Sekunden ist das egal. Und auch nicht ein 200stel, das ist auch egal. Aber so dieser Bereich so um eine Sekunde, wo so eine ganz kleine Erschütterung was ausmacht. Dann ist es so, im Normalfall hast du auch bei einer Kamera ohne Spiegel hast du einen mechanischen Verschluss, es sei denn, du hast die Nikon Z9, die hat es nicht, dann macht der Klack und die Kamera vibriert so ein bisschen. Sehr wenig, aber das kann eventuell so dieses ganz, ganz letzte bisschen Schärfe rausholen. Also das wäre der erste Tipp. In Landschaftsfotografie, wenn du es nicht jetzt schon machst, öfter mal den Lautlosmodus benutzen. Aber das Bokeh verschlechtert sich ein ganz, ganz klein bisschen. In Landschaftsfotografie ist das meistens egal. Und man verliert ein ganz bisschen Dynamikumfang. Hätten Sie es gewusst? Bin ich zufällig drüber gestolpert. DP Review haben das gesagt. Die machen halt sehr aufwendige Tests, auch mit Dynamikumfang. Das heißt, ich glaube denen das mal, weil ich wüsste nicht, wie ich das ausprobieren sollte. Tatsächlich. In den meisten Fällen ist das irrelevant. Weil in den meisten Fällen, ich fotografiere einen Wasserfall und so oder Sonnenaufgang, Sonne ist schon da, es ist hell, ich bin auf ISO 100, dann habe ich so viel Dynamikumfang, dass es in der Regel nicht so eine Riesenrolle spielt. Aber in manchen Situationen ja schon, gerade Sonnenaufgang könnte ja sein, dass ich so wirklich sage, jetzt bin ich aber echt am Limit. Dann eventuell Lautlosmodus ausmachen. Und es ist natürlich auch ein Thema in der Nachtfotografie. Du fotografierst Milchstraße, 20 Sekunden Belichtung. Dann ist das Problem, dass du sehr viel Rauschen drin hast. Und das willst du natürlich möglichst niedrig halten. Dann eventuell auch nicht den lautlosen Modus anmachen. Weil bei 20 Sekunden das kleine Klacken am Ende, naja, das macht es dann auch nicht mehr aus. Also das einfach mal im Hinterkopf haben. Vielleicht ein bisschen bei deiner Fotografie. Ein bisschen darauf achten. Machst du den lautlosen Modus überhaupt an? Warum nicht? Beziehungsweise machst du ihn an? Warum ist das hier richtig? Einfach im Hinterkopf haben, dass du das eventuell falsch oder nicht optimal benutzt. So. Fand ich ein wichtiger Punkt, weil so ein halber Stop-Dynamikumfang ist eine ganze Menge. Also dafür zahlt man viel Geld, wenn man den haben möchte. Wenn du eine Kamera hast, eine Mittelklassenkamera hast und sagst, du willst mehr Dynamikumfang haben, dann musst du ziemlich viel bezahlen, damit du eine Kamera hast mit mehr Dynamikumfang. Also nicht so einfach. Wenn du eine Sony A7 IV hast, so wie ich, es gibt ein neues Firmware-Update. Habe ich tatsächlich noch nicht installiert, müsste ich die Tage mal machen. Da ist zum Beispiel dann auch drinne, dass du, das ist ja was ich mir schon lange gewünscht habe, was Sony neulich mal angekündigt hat und scheinbar kommt das jetzt auf verschiedene Kameras, dass du Medium und Small RAW-Dateien hast. Das heißt, du hast tatsächlich weniger Pixel. Du hast ja nicht 33 Megapixel, sondern nur, keine Ahnung, 20 Megapixel. Das heißt, die Dateien sind kleiner und für die meisten Fälle aber immer noch groß genug. Und das heißt, und da rede ich jetzt nicht von komprimiert, weil alle sagen immer, ja, aber ist doch, kannst du komprimiert anmachen. Ja, vorsichtig. Wenn das gut umgesetzt ist, dann heißt das, du hast genauso wertige RAW-Dateien nachher, aber du hast weniger Pixel. Das heißt zum Beispiel, wenn dein Lightroom langsam ist, ist nachher schneller, die ganze Nachbearbeitung ist viel schneller. Weil das hängt vor allem davon ab, Pixel zu haben und zu sagen, ich komprimiere meine Bilder und jammer dann, dass meine Software nachher langsam ist. Ja, wenn die jedes Mal komprimiert sind. Natürlich ist es nicht schneller. Also komprimieren und entkomprimieren kostet natürlich auch Rechenpower. Deswegen kann das potenziell deine Bildbearbeitung sehr viel schneller machen. Gerade so diese Auswahl an Bildern. Wenn du viele Bilder fotografierst, dann ist das ein Thema. Tamron stellen ein 50 bis 400 mm, also ein wirklich flexibles Allround-Zoom-Objektiv vor. Blende 4,5 bis 6,3, also auch relativ lichtstark. Das ist nur 18 cm lang, ne? DIN A4. 30 hoch, 20 breit, also so nur so lang wie so ein DIN A4 Blatt. Das ist nicht groß für ein Tele. Und wiegt 1,1 Kilo. Das ist jetzt nicht super leicht, aber ist auch nicht super schwer für ein Tele. Also klein, kompakt und tragbar. Es kann tatsächlich ein Thema sein. Zum Beispiel waren wir ja gerade in Island. Felix Röser hat den 100-400 von Canon dabei. Der Sebastian Meinhold hat den 70-200 F4 dabei. Ich hatte das 100-400 von Sigma dabei, für Sony in dem Fall. Also wir hatten alle drei sind Allround-Tele dabei. Das 70-200er F4 ist ein ganz heißer Tipp, weil es ein super Objektiv ist, egal ob Canon, Nikon, Sony, also super Objektive und da kann man super viel mitmachen und man kann das in der Landschaftsfotografie halt auch mitnehmen, weil es relativ klein und kompakt ist und natürlich Blende 4 durchgehend, also würde ich dem immer vorziehen, ganz ehrlich. Ich habe tatsächlich keins mehr, aber über die Jahre hatte ich immer mal wieder eins. Ich habe halt mehrere 70-200er 2.8,
Dann habe ich nicht auch noch die 4er-Version. Ich habe das 104, 100 von Sigma in dem Fall. Das habe ich tatsächlich super gerne. Das schleppe ich in der Landschaftsfotografie sehr oft mit, benutze es sehr selten. Aber wenn ich es benutze, ist es meistens der Shot des Tages für mich. Weil manchmal hat man so Situationen, wo ich sage, ja, jetzt hier Tele. So. Und dann irgendwas Tele. Meistens unter 200, deswegen 70-200 ist ein guter Kandidat. Also ich habe sehr, sehr selten mehr als 200 mm. Das ist dann fast immer irgendwie ein spezieller Shot oder vielleicht irgendwie eine Tieraufnahme oder so. Also wen das interessiert, ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass ich mir das angucken muss im Sinne von meinen 100, 400 Sigma bin ich total zufrieden mit und werde natürlich schauen, wie die Reviews sind, aber ich gehe jetzt nicht davon aus, dass es signifikant besser ist. Die Frage ist, ist das flexibler, also für gleichen Preis, ja gut, gleicher Preis genauso gut, klar nehme ich dann das weiß ich nicht, weil noch flexibler und noch kleiner und so hat natürlich immer auch seinen Preis. So im Sinne von Bildqualität, ne? Muss man ein bisschen abwarten, bis da die ersten vernünftigen Reviews da sind. Also jedenfalls nochmal drauf rumzureiten. Das Sigma habe ich schon lange, das habe ich auch schon oft dabei gehabt und ich habe, glaube ich, noch nie das Gefühl gehabt, ich hätte gerne mehr Weitwinkel. Sondern in der Regel bin ich dann sowieso deutlich über 100 mm, weil ich habe eine Situation und sage, jetzt brauche ich ein Tele. Und dann brauche ich 150 mm, 200 mm und nicht 60. Weil wenn ich 60 brauche, nehme ich 24-70 oder so. Ne? Also von so her weiß ich nicht, ob das wirklich Mehrwert bietet. Müssen wir abwarten, dann wie gut das nachher auch ist, falls dich interessiert. Light paint a skeleton walking a skeleton dog. Falls dich Light Painting interessiert, die Saison geht wieder los, die Abende werden länger, die Sonne geht früher unter. Light Painting, einer aus der Community hat mir das geschickt, ich kannte den aber schon, so ein ganz Verrückter. Wir haben hier in Deutschland den Olaf von Zolak, der auch bei mir auf dem Kanal schon mehrfach war und Videos gemacht hat zum Thema Light Painting, wo er was erklärt hat. Und der hier macht nicht nur Light Painting, sondern der macht Light Painting Videos. Boah! Also um Video zu machen, Stop-Motion-Video dann im Grunde. Du machst ja einmal das Light-Painting, dann gehst du einen ganz kleinen Schritt, machst du nochmal, gehst einen ganz kleinen Schritt, machst du nochmal. Ich weiß nicht, wie viel er im Photoshop trickst, aber der macht sich da wirklich Mühe. Also verrückt. Kann man sich mal anschauen und ein paar Likes da lassen als Anerkennung für seine Arbeit. Weil ich glaube, das ist echt viel Arbeit. DJI hat eine neue Drohne, die Avatar. Die hätte ich natürlich gerne in Island dabei gehabt. Boah, ja, was soll ich sagen? Guck dir das Promo-Video an und red mit deiner Frau, ob du es dir kaufen darfst. Nein, das ist sicherlich eine Sache, die einfach wirklich furchtbar Spaß macht. Wie sinnvoll das ist für uns als Fotografen, sagen wir sehr dahingestellt. Für Videoaufnahmen, so wie sie das machen, ja, klar macht das Sinn. Solche Sachen, solche Videos drehe ich aber gar nicht. Also brauche tue ich die nicht, aber ich würde gerne mal fliegen. Also, lieber Sebastian Meinhold, kauf dir doch mal die Drohne und lass uns mal wieder zusammen losgehen. Muss ich ja nicht selbst kaufen, weil das ist ein Ding, glaube ich, das will ich ein, zwei Mal machen. Und dann, naja, haben wir es gesehen. Ne? Na gut, wenn man es nicht wirklich braucht. Dann, was man wirklich braucht, ist ISO-Rauschen. So, ich verlinke ein Video von Google, also ein Google-Engineer hat das scheinbar gemacht. Und zwar mit dem Handy. Das ist ja immer die Frage, ist ja tatsächlich heute so, dass häufig Handy-Fotos technisch teilweise besser sind als Fotos mit der großen Kamera, technisch besser im Sinne von mehr Dynamikumfang, weniger ISO-Rauschen, einfach weil die machen mehrere Bilder und verrechnen die dann und die Software ist so gut geworden, dass sie halt extrem gut da drin sind, zum Beispiel ISO-Rauschen rauszurechnen. Und das zeigt er da halt sehr, sehr eindrücklich, wo ich sage, ja, puh, das könnte ich mit meiner Sony nicht, auch nicht mit der A7S3, die mich da filmt, weil, puh. Und ich glaube, das ist deswegen ein wichtiger Punkt, deswegen schau es dir ruhig an. Ja, das ist deswegen ein wichtiger Punkt, weil das ist eine Softwarelösung. Die Kamera in dem Handy ist ja viel schlechter als meine große Kamera. Also wenn die Software auf meinem Handy, auf meiner Kamera laufen würde, dann hätte die Software ja viel mehr Informationen, die hätte es viel einfacher. Die müsste gar nicht so viel Rechenpower haben, weil das ist ja möglich, weil die modernen Handys so extrem viel Rechenpower haben. So, und die Kamera eben nicht. Aber Chips sind ja günstig und billig und Memory ist billig und so weiter. Also es wäre ja technisch gar kein Problem. Und es gibt es ja teilweise auch tatsächlich, das immer, kam ja immer mal wieder auf, dass wir ein Android-Betriebssystem auf einer Kamera haben und so. Also da wird es hingehen, weil ich sage schon lange, die Sensoren sind ausgereizt. Es muss eine grundlegend neue Technologie geben oder halt sehr viel bessere Software. Und dieselbe Software auf dem, also gerade bei Sony kann ich mir das vorstellen, weil Sony baut Handys. Und wenn du die neuen Sony-Handys anguckst, ich habe schon öfter Reviews dazu gemacht, da ist im Grunde für mich als Betrachter
fast dieselbe Software drauf, also so als Benutzer. Sieht sehr ähnlich aus, benutzt sich sehr ähnlich. Der Autofokus ist scheinbar dieselbe Basissoftware dahinter und so. Also Sony arbeitet dran, dass sie die Software wiederverwenden können für ihre verschiedenen Plattformen. Und die nächste Generation Handys hat dann vielleicht eben ein Handy-Snapdragon, was auch immer drin, irgendeine CPU, die das dann halt kann. Und dann ist da ein Android mit drauf oder nur drauf oder wie auch immer. Und dann macht er halt 5 Bilder, verrechnet das und schon habe ich gar kein Rauschen mehr. Und da reden wir nicht von den 10 Jahren, sondern reden wir von 1-2 Generationen weiter. Also sicherlich sehr, sehr spannend. Hat natürlich auch ein bisschen Nachteile im Sinne von, jetzt werde ich wieder nostalgisch. Gerade die Fotografie in der Nacht ist ja auch sehr reizvoll, weil es schwierig ist. Und wenn das dann nur noch clicky bunti einfach ist, ja, ist ein bisschen die Frage, ne, warum kaufe ich nicht eine Postkarte? Ist noch einfacher. Ne? Wo höre ich auf? Ist ein bisschen die Frage, aber nichtsdestotrotz, das heißt nicht, dass ich gegen technischen Fortschritt bin, gar nicht, überhaupt gar nicht. Aber ich habe halt auch Spaß daran, ein bisschen zu tüfteln, dass du das. Drüben beim Chris Kauler. Chris Kauler, ne, falls du das Buch noch nicht hast, wir haben nicht mehr viele, ist fast ausverkauft. Der hat ein sehr schönes Video gemacht zum Thema Rehkitze retten. So ein bisschen, die Saison ist vorbei, aber vor kurzem war ja überall die ganzen Mähdrescher unterwegs. Und da ist ja immer das Problem, dass die Rehkitze häckseln, wenn die nicht abhauen und die hauen nicht ab. Und inzwischen ist es Pflicht, dass der Bauer das vorher absucht, das Feld. Und dafür gibt es tatsächlich eingetragene Vereine, die denen helfen, die mit der Drohne rüberfliegen. Und falls du sowas noch nie gesehen hast, die zeigen in dem Video nämlich auch die Aufnahme von der Drohne. Quasi dieses Wärmebild, wie sieht das eigentlich aus? Da hast du da den Acker und dann ist da halt eben das Rehkitz zu sehen. Und so. Also ziemlich kurzes, knackiges Video, ziemlich spannend. Unbedingt mal reinschauen. Ganz was anderes. Bremervörde bei uns im Norden, in Niedersachsen ist Vorreiter. Da ist der erste Wasserstoffzug unterwegs. Das Alstom-Werk in Salzgitter baut da gerade tatsächlich eine Flotte. 14 Fahrzeuge. Also die Dieselflotte wird ersetzt durch Wasserstoffzüge, einschließlich der ersten Wasserstofftankstelle der Welt scheinbar für Züge. Also sehr, sehr fortschrittlich dabei. Eine gute Sache, weil da oben halt auch ganz viele Windräder stehen und die Idee ist, jetzt ist es grauer Wasserstoff, was wieder so, ja, aktuell noch keinen Sinn macht. Aber die Idee ist natürlich, dass sie dann die Windräder nehmen und Solarpanels nehmen und die dann quasi direkt in den Zug schieben. So, mehr oder minder, ne? Über den Umweg Wasserstoff halt. Das kann natürlich total Sinn machen. Und da verschwinden jetzt also die ganzen alten Dieselzüge, die da halt noch so rumdampfen, sondern die fahren jetzt künftig. Weil das Problem ist folgendes, in der Bahn in Deutschland gibt es überraschend viele Strecken, die keine Oberleitung haben. Das heißt, die müssen mit Diesel fahren bislang oder mit Akku. Das ist auch ein Thema, dass da Akkus drin sind, immer mehr. Und weil die Oberleitung zu bauen ist so aufwendig und so teuer, dass es scheinbar auch einfach keinen Sinn macht. Weil das wäre effizienter als mit Wasserstoff, ne? Weil der Umweg Wasserstoff immer ein bisschen doof ist. Zu dem Thema, der Weltuntergang fällt übrigens aus, gibt es ein neues Buch von dem Graslutscher, falls du den kennst, der ist auf Facebook sehr, sehr groß, ich verlinke das, ist ein bisschen doof, weil irgendwie 200 Seiten und der Inhalt hat eigentlich nur 20 Seiten, aber die 20 Seiten sind sehr, sehr gut und der Rest ist ein bisschen so, ja, kann er mal zum Punkt kommen. Also sehr, sehr gut, weil was er gemacht hat, ist mal so, der ist halt auf Social Media sehr groß, das heißt, er kennt die ganzen Fragen und die ganzen Kritiken, die halt immer kommen, wenn es um Umweltthemen geht, kommen immer dieselben Kritiken und in der Regel halt nicht faktenbasiert. So, und er hat gesagt, okay, nimm die mal und such mal die Fakten raus und zeigt so, warum das Humbug ist, was du da erzählst. Also nicht du natürlich, aber andere. Ne? Also wirklich sehr, sehr spannend. Ich habe ein paar Sachen gelernt, obwohl ich mich mit dem Thema sehr auseinandersetze. Ein paar Sachen gelernt, die ich so nicht wusste. Also kann man mal reingucken. So ein kleiner Gedankenanstoß, wenn du auch jemand bist, der ständig über Lithium-Ionen-Akkus von E-Autos schimpfst und diese Schimpfkommentare auf deinem Handy schreibst oder auf deinem Laptop schreibst, wo ein Lithium-Ionen-Akku drin ist, könnte man mal drüber nachdenken. Ne? Und dann sagst du sofort, ja, aber der im Auto ist viel größer. Ja, aber der im Auto wird recycelt. Der in deinem Handy? Wahrscheinlich nicht. Weiß man nicht so, ne? Das ist schon mit schwierig. Und wenn du dann sagst, ja, aber Abbau in Chile und so weiter. Ja, gut, also zum einen kommt das wahrscheinlich nicht aus Chile, sondern aus Australien. Und dann ist natürlich ein bisschen das Problem, das erzählt er tatsächlich recht humorvoll. Das Problem ist ein bisschen folgendes. Wir schimpfen immer alle über Kobalt und über Lithium-Ionen und so Abbau. Keiner schimpft über Aluminium. Aluminiumabbau oder Bleiabbau. In deinem Auto ist wahrscheinlich eine Bleibatterie drin. Und wahrscheinlich ist da auch Aluminium drin, sogar relativ viel. Kannst ja mal dich mit beschäftigen, wie Aluminium abgebaut wird, wie da so die Arbeitsbedingungen sind und wie giftig Blei ist und so weiter. Ist halt immer so ein bisschen, ne? Der Dorn im eigenen Auge und so, ne? Der Balken, da war was. Na gut. Okay, also das Buch verlinke ich, kann man mal reingucken, sehr, sehr lesenswert. Dann gehen wir rüber zu Instagram.
Hashtag Wiesel-News ranmachen, wenn wir über deine Bilder sprechen sollen. Und zwar haben wir da sehr interessante Sachen dabei, zum Beispiel den Werner Kutter. Werner Kutter, der war doch auch dabei, genau, der war auch dabei in der Zielfoto Alpen. Da hat er einen Beitrag gemacht. Der war hier bei uns in der Lüneburger Heide, ich nicht, er war, hat tatsächlich ein Stück gefunden. Die Lüneburger Heide ist ja im August am Blühen, das ist jetzt, sehr schwach dieses Jahr. Letztes Jahr war mega gut, dieses Jahr halt so gar nicht, weil kein Regen, ne? Also sie ist einfach vertrocknet. Kein Nebel, weil kein Regen und keine blühenden Heidenflächen, weil kein Regen. Aber er hat eine Stelle gefunden, wenn es aus diesem Jahr ist. Also sehr schön, so kann das bei uns aussehen. Und zwar überall hier, im August. Nur im August, aber dann ist es tatsächlich sehr, sehr schön. Dann Mali Pix, der war in Schwerin, das Schweriner Schloss. Ein sehr schönes Bild mit dem rosa Himmel und so, so wie man das haben möchte. Also genau so der Moment eigentlich erwischt, wo das Schloss so ein bisschen angeleuchtet wird, aber drumherum halt eben noch nicht zu viel Störendes und ein schöner Himmel dabei und so. Also er sagt, ja, da hätte ich gerne neben ihm gestanden und ja, ein sehr schönes Postkartenidyllfoto gemacht, weil das halt auch hell genug ist. Postkartenfotos müssen ja immer hell und freundlich sein, das ist hell genug. Für die Postkarte Querformat, ein bisschen dunkles Wasser weg und schon hast du ein tolles, tolles Bild. Also wirklich schön gesehen, Mali, da in Schwerin. Schwerin war ich übrigens mal stationiert bei der Bundeswehr. Und dann Starki, Naturfotos, folge ihm, ich folge ihm. Der hat einen Schwalbenschwanz fotografiert. Mit der Canon EOS R5. Meine Tochter hat im Kindergarten gerade Themenwoche, die haben immer so Themenwochen. Und Themenwochen ist aktuell Schmetterlinge. Und der Schwalbenschwanz ist natürlich ein ganz, ganz besonders schöner Schmetterling. Also nicht, dass ich mich für Schmetterlinge interessiere, aber ja, schönes Foto und natürlich schön mit dem Blau dran und dann dem grün-gelblichen Hintergrund, also auch schöner Komplementärfarbenkontrast. Also ja, tolles Bild, soll ich sagen. Eins setzen. Sehr schön, Starki. So, und dann haben wir noch ganz kurz Team Wiesner. Wir haben mal wieder ein bisschen Probleme mit der Post, da kam der LKW mal wieder nicht die Woche und es ist dann so, ich sitze hier und warte auf den LKW, da kommt immer irgendwann am Nachmittag, ne? Ich sitze hier, keiner kommt, man weiß immer nicht, kommt er heute später, kommt er nicht, kam mal wieder nicht, mal wieder LKW ausgefallen. Mich riecht das deswegen aus, weil die Post dieses Jahr die Gebühren deutlich erhöht hat und mir halt einen Brief geschrieben hat, wir haben unseren Service verbessert, alles wird besser, deswegen werden wir teurer, aber alles wird schlechter, weil was sie gemacht haben, ist die LKW-Fahrer, das sind Externe. Das heißt, sie haben den alten externen, haben sie einfach einen Preis rausgedrückt. Das kommt jetzt einer, der ist billiger. Ja, und die Überraschung, der billigere ist nicht zuverlässiger. Na, so eine Überraschung. Ne? Und mir dann von mir mehr Geld haben wollen, damit sie mehr Dividende ausschütten können. Verstehe ich, ich bin Aktionär, aber nicht von der Post. Und bin natürlich genervt, weil ich als Kunde, aber ich habe auch keine Alternative, was soll ich machen? Ist ja nicht so, dass UPS und DPD zuverlässiger sind, besser sind. Ist ja auch nicht so. Naja, ist halt so. Also da kämpfen wir tatsächlich so ein bisschen. Wir haben tatsächlich Probleme mit dem Versand von dem Extrembuch, weil ihr so viele kauft davon. Und weil das Ding so groß und schwer ist, es wiegt 2 Kilo. Und wenn da 50 Bestellungen reinkommen, dann ist halt so ein Postwagen voll und dann auch einfach schwer. Und also es ist wirklich Volumen, was wir hier bewegen. Das ist gar nicht so einfach. Also es ist viel schwieriger als die Magazine einfach, weil so viel mehr Volumen. Naja, ich habe nebenbei schon gesagt, wir haben nicht mehr viele. Letzte Palette. Dann sind die weg. Das ist so das. Ansonsten habe ich ein dickes Paket in der Post, steht hier. Da darf ich noch nichts zu sagen. Das kommt heute oder morgen. Und dann werde ich nächste Woche damit was machen. Mehr dazu dann, wenn ich es erzählen darf. Freue mich drauf. Wird sehr spannend. Gleich 2 Sachen drin, die es so noch nicht gibt am Markt. Also 2 Vorserienmodelle. Ich sage aber, wie gesagt, nicht was. Aber es lohnt sich. Es lohnt sich, glaube ich, wirklich. Alle Gerüchte dazu sind so, dass sich das lohnt. Und ich Freude drauf habe. Werde ich mit wandern gehen. Wie alle meine Instagram-Follower wissen, dass ich noch eine dicke Wanderung vor mir ab nächste Woche. Tut mir jetzt schon die Füße weh. Na gut. In diesem Sinne, ich wünsche dir ein schönes Wochenende. Bleib gesund. Wir sehen uns nächste Woche. Tschüss. Tschüss. Nicht so lange. Keine 20 Minuten. Sehr gut.